Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. So, heute zeige ich euch nochmal einen Roboterstaubsauger. Ich habe von der Firma Yeti den, dass ich es richtig sage, FAK 2 Pro zur Verfügung gestellt bekommen. Und den möchte ich jetzt auch mal bei mir in meinem Dachgeschoss aufbauen. Ich habe euch ja jetzt schon zwei Videos gemacht mit Roboterstaubsaugern. Und das hier, das ist der Nachfolger von dem ersten Yeti, den ich schon habe. Ich habe mich da, wie soll man sagen, bereit erklärt, den auch noch vorzustellen, einfach noch, um einen Vergleich zu haben, ja, von der Technologie her. Ich bin ja, muss ich sagen, allgemein von den Staubsaugerrobotern echt begeistert. Es gibt ein paar Dinge, die muss man einfach beachten, aber das möchte ich jetzt in einem längeren Test, möchte ich das jetzt mal alles zusammentragen. Das heißt, wenn ich jetzt den dritten auch installiert habe, dann habe ich auf jedem Stock einen Roboterstaubsauger und sammle da einfach mal Erfahrungen, was da gut ist, was vielleicht nicht so gut ist. Und deswegen bin ich auch richtig froh, dass ich den auch noch habe, weil dann kann ich jetzt wirklich auch, sage ich mal, ein Urteil abgeben, was alles gut funktioniert und wo man da ein bisschen drauf achten muss. Aber jetzt machen wir mal nicht so viel Blabla, ich packe das Ding jetzt einfach mal aus. Muss ich was gucken, es richtig rum mache. Nicht falsch rum, glaube ich. Ah, da fehlt mir schon die Bedienungsanleitung entgegen. So, dann schauen wir mal da rein. Also auch dieser Roboter kann nass rauswischen. Da gibt es hier so einen Satz, wo man dann Wasser einfüllen kann mit so einem Wischmopp. So, dann haben wir hier den Staubsauger an sich. Auspacken. So, den Staubsauger stellen wir mal gleich da hinten hin. Dann hier die Ladestation. Stromversorgung und dieser Wedel hier, wo den Staub zusammensammelt. Und das war's. So, jetzt schauen wir uns die Dinge mal kurz im Detail an. Ja, so viel hat sie da jetzt gar nicht. Ich habe hier meine Ladestation. Ah, okay, das ist, dass es nicht rutscht. So, da hinten stecke ich mein Versorgungskabel ein. Kann es dann da hinten gut verstecken, wenn es zu lang ist. Das finde ich auch gut. Das hatte der andere auch. Ich glaube, ich brauche da auch gar nicht viel. Kann ich da gleich reinmachen. So. Ich denke, das reicht. So, dann schauen wir uns mal den Roboter selber an. Ich habe hier eine Klappe. Diesmal ist es bei dem ein bisschen anders. Da ist der Staubfänger hier drin. Finde ich auch cool. Mache ich einfach so raus. Kann ihn entleeren. Stecke ihn wieder rein und mache zu. Hier sind noch so Transportsicherungen drin. Die kann man rausmachen. So, dann habe ich hier meinen Powerschalter. Einen Pinsel zum Reinigen. Und das war's. Da oben ist noch eine Schutzfolie drauf. So sieht es wenigstens aus, oder? Täusche ich mich nicht, das sieht man so aus. Dann da unten stecke ich wieder diesen Wischer hin.
Und das war's eigentlich. Da unten kann ich dann den ganzen Einsatz rausmachen, um es zu reinigen. Ups, gleich mal hier verdrehen. So. Und viel mehr gibt es gar nicht. Das sind die Kontakte hier zum Laden. Und das ist dieser Einsatz, den man da hinten ran macht, wenn man wischen möchte, also nass rauswischen möchte. Einfach und simpel. So, ich habe mich entschieden, das Gerät hier aufzubauen. Das ist so ein guter Platz, da stört es nicht wirklich und kann gut angefahren werden. Und ja, kann von hier vor allem auch gut überall hinfahren. So, die Kontakte sind vorne. Das heißt, wir stellen es jetzt erstmal da sauber drauf. Er ladet schon, das ist schon mal sehr gut. So, dann schalten wir es mal ein. Ach so, ich muss hier einschalten. Aha. So, eingeschaltet haben wir es. Dann nochmal hier drauf. So, und jetzt müssen wir es. Ah, und jetzt müssen wir es hier einlernen am Gerät. Ich zeige es euch mal von nahem. So, ich habe hier schon mal die App für den anderen Roboter installiert. Und jetzt installieren wir einfach mal den zweiten. So, das ist der Fakt 2. Ich denke mal nicht der Max, sondern ist der Max. Mal schön schauen. Ich denke mal, das erkennt er auch. Ach nee, da ist er doch, da habe ich ihn doch, da genau der Pro. Richtig, so, den hier. Scan successful. Connecting to the app. So, jetzt hat er eingescannt. Und jetzt geht es weiter zu der App. So, jetzt hat er hier den Roboter erkannt. Und jetzt machen wir hier fertig. Jetzt lädt er alle Informationen. Ich bin bereit. Lasse den Roboter für die Selbstreinigungsstation ausstarten. So, und jetzt hat er natürlich noch keine Karte. Er hat 78% Ladezustand. Das heißt, jetzt können wir einfach mal starten und dann erzeugt er sich eigenständig eine Karte von den ganzen Räumen, wo er reinigen soll. Gut, das machen wir doch jetzt glatt. Jetzt gibt er mir noch ein paar Infos, dass man alles richtig aufräumen soll. Dass überall die Helligkeit ausreichend sein sollte. Mit dem Saugen beginnen. So, und jetzt fängt er quasi hier bei 0 an. Thank you.
So, hier an der Treppe bin ich jetzt gespannt. Ich habe dieses Magnetband hier mal nicht drauf gemacht. War auch keins dabei. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob er die Treppe erkennt. Ich habe mal ein paar Kissen draufgelegt, dass er, wenn er runterfährt, nicht gleich kaputt ist. Da bin ich echt mega gespannt. Jetzt wird es dann spannend. Jetzt bleibt er stehen oder fährt er drüber? Oh, er hat es gemerkt, cool. So, und jetzt fährt er quasi die ganze, oder den ganzen oberen Stock fährt er jetzt ab. Er stellt seine Karte und wenn er mit der Karte fertig ist, dann zeige ich das euch mal nachher. So, da bin ich jetzt gespannt, ob er das schafft. Wird ein bisschen schwierig mit den Ecken und so. Das ist jetzt auch so ein Hochflor. Und da muss er schon kämpfen. Ah, er packt's. Unglaublich. Unten im Wohnzimmer ist noch ein höherer Hochflor, da packt das nicht mehr. Da ist er zu, der ist zu hoch. Aber da geht's gut, also. Kein Problem. Coole Sache. Dann wird der Teppich auch gereinigt. Aber da plagt er sich natürlich schon, das merkt man jetzt schon. Also ich denke mal, wenn die Karte erstellt ist, werde ich das ausgrenzen. Weil das geht natürlich auf der Akku, auf alles drumherum. So, der Roboter ist jetzt wieder auf seine Ladestation zurückgefahren. Das heißt, er hat seinen Job beendet. Er hat hier den kompletten Stock kartografiert und auch gereinigt. Jetzt gucken wir doch einfach mal dort rein, wie viel er denn da gesaugt hat, weil der ist ja tatsächlich unter dem Bett entlang gefahren und ich denke mal, da ist ganz schön viel zusammengekommen. Ah, ein Knopf ist auch noch dabei. So, jetzt gucken wir mal. Oh, meine Güte. Ich glaube, ich darf das gar nicht zeigen. Aber das ist meiste wahrscheinlich unter dem Bett, wo er da rausgesaugt hat. Das ist ja brutal. So viel wurde ja noch nie rausgesaugt. Oh, Spinne sogar, was ist denn das alles, du, um Gottes Willen. Also ist schon der Hammer, was da alles rausgekommen ist. Ich finde das Entleeren jetzt auch besser wie bei dem anderen Modell, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das viel unkomplizierter von oben ist, man muss nicht hier die Kassette rausmachen. So, ich zeige euch mal jetzt noch die Karte, wo er gemacht hat. So, das ist jetzt hier die Karte, die er von der Nähe oder vom oberen Stock gemacht hat. Also es ist schon mega, wie genau die Staubsauger hier den Raum kartografieren. Jetzt habe ich es rausgebracht.
So, jetzt möchte ich euch noch ein bisschen was über die Sensorik erzählen oder zeigen. Da tun wir mal da raus. Also, was ganz wichtig ist bei diesen Geräten, zum einen diese Bumperleiste, das heißt, immer wenn er irgendwo dagegen fährt, dann merkt er das über diese Bumperleiste. Die haben eigentlich die meisten oder alle, wo ich bis jetzt gesehen habe. Dann hat er hier auch noch einen weiteren Sensor drin, im vorderen Bereich hier. Und was auch noch ist, ich hoffe, man kann es sehen, es gibt unten noch Sensoren, und zwar hier in dem Bereich, hier noch zwei Stück und hier nochmal welche. Und die erkennen dann auch, ob er ins Freie fährt oder ob er Boden unter den Füßen sozusagen hat. Und über die kommuniziert er quasi auch mit der Außenwelt. So, und dann für dieses Gerät ist ganz wichtig die Kamera hier oben drin. Da oben ist eine Kamera, die nach oben in die Decke schaut. Und die erkennt dann quasi, wo er ist. Die erkennt diese, wie soll man sagen, was sie jetzt alles sieht, kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber ich gehe davon aus, sie sieht die Decke, sie sieht, wenn man von einem Zimmer ins andere fährt, über den Türsturz, wenn man da durchfährt. Vielleicht erkennt sie auch das ein oder andere Möbelstück, wo sie dann abspeichert. Und die ist also extrem wichtig, um sich zu orientieren im Raum. Und das war's dann auch schon. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob hier seitlich auch noch was drin ist. Weil da hat es auch noch so schwarze getönte Kunststoffscheiben drin. Und ich denke mal, dass hier sogar auch noch was drin ist. So erkennt er auch Dinge, auf die er nicht draufgefahren ist, sondern kann auch um Dinge rumfahren, ohne über die Bumperleiste den Kontakt zu haben. So, ich habe ja mal bei dem unteren Yeti, der ja schon jetzt ein paar Wochen im Einsatz ist, das immer wieder mal ein bisschen beobachtet. Und ich bin nach wie vor echt begeistert, wie er seine Bahnen abfährt und auch wirklich um die Hindernisse rumfährt. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist hier bei dem noch dieses Hindernisumfahren noch besser von der Sensorik her und vom Algorithmus da drin realisiert worden. Entschuldigung, das kann ich aber erst dann wirklich sagen, wenn ich mal ein paar Wochen hier betrieben habe. Also generell muss ich sagen, ich bin echt begeistert von den Dingern. Wenn alles normal läuft, dann tun die ihren Dienst. Und habt ihr ja vorher gesehen, die sammeln richtig gut Staub. Ich muss jetzt einfach mal sehen in den nächsten Tagen, Wochen, wie gut er funktioniert, wie er mit den Räumen alles klarkommt. Und dann will ich, wie gesagt, habe ich am Anfang schon gesagt, mal so einen Erfahrungsbericht machen mit den drei Hausstaubsaugern oder Hausstaubsaugrobotern, muss man ja sagen, weil ich habe jetzt in jedem Stock einen. Und dann kann ich euch da noch ein bisschen was drüber erzählen. Ich finde es mega spannend und mehr kann ich euch momentan nicht dazu sagen. Diese Wischfunktion, gut, die ist ganz einfach. Man steckt hinten diesen Tank mit Wasser und dem Wischmopp unten rein. Er erkennt es automatisch, dann kann man die Wassermenge festlegen und dann fährt er quasi zuerst beim Saugen mit der Rolle, mit der Walze, saugt er vorher ein und tut dann mit dem Mopp hinten durchwischen. So ist sonst eigentlich nichts groß da dabei. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Schaut doch mal bei mir auf dem Kanal vorbei. Normalerweise gibt es viele Videos im Bereich Do-It-Yourself, aber gerade solche Dinge, solche technischen Dinge gefallen mir auch immer, gerade für den Hausbereich und so weiter. Deswegen mache ich auch gerne mal ein paar andere Videos und würde mich freuen, wenn ihr bei mir einfach mal auf dem Kanal vorbeiguckt. Euer Rainer.